Da haben wir ein 5,228 Kilo schweres Paket. Joa. Was das wohl ist? Wir gucken einfach mal, ne? Müssen wir hier den Apparat zur Seite. So. Gute chinesische Folie. Erstmal aufmachen. Wir haben so irgendwas Hartnäckigeres verwendet. Mal mit dem Kopf gegen die Lampe gehauen. Das hat gescheppert. Aber das nehmen wir alles in Kauf für das, was hier drin ist. Sehr, sehr gespannt und aufgeregt. Also ich freue mich wirklich drauf. Rote Teile. Normales Rot oder ist das dunkleres Rot? Ui, ich sehe schon ein neues Spezialteil. Was ist das denn? Interessant. Interessant. Auch noch ein anderes Teil, so ein Rahmen, ein halber Rahmen. Man hat hier wohl ein paar Spezialteile dran. So, Reifen, laufrichtungsgebunden. Die Felge. Okay, mysteriös. Also hier innen ist sie zweifarbig mit. Oder? Oder täuscht das einfach nur vom Licht her? Kann auch täuschen. Ich sag mal lieber nichts. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein dunkleres Rot als normal. Aber hier ist noch ein anderes neues Teil. Alter, was haben wir denn hier? Das ist wahrscheinlich eine Carbonstange. Okay. Interessant, interessant. Ich gucke gerade, ob es hier irgendwelche, ob ich gleich irgendwas Neues sehe. Ich weiß nicht, das Teil hier, das Graue, so eine Stange unten und dann eine Kreuzaufnahme. Das weiß ich jetzt nicht, ob das schon mal irgendwo verwendet wurde. Hier sind auch Silberteile mit drin. Oh, hier auch ein neues Teil. Das Teil in dreimal hoch. Okay. Also hier scheinen sie mehrere neue Teile zu verwenden. Bauschritt 7.
Die haben wohl die Pins auch nach Bauschritt abgepackt. Und hier ist auch wieder so eine Silberplatte. Das ist wieder so ein halber Raum. Pins für Bauschritt 3. Sieht alles normal aus. Also, ich weiß nicht, ob mein Auge mich täuscht oder ist das ein dunklerer Rotton? Oh, die bösen Rot. Ich hoffe, die Zweierachsen sind inzwischen besser. Paneele sehen auch irgendwie anders aus. Ja. Viele Stangen. Oh, das sind viele flexible Stangen hier. Eieieiei. Da bin ich ja eigentlich nicht so der Freund von. Ja, also man sieht, hier sind diverse neue Teile. Kilo Anleitung, also die müssen wir von den 5,2 abziehen. Ja. Boah, das sind fette. Ja, ich meine, man sieht es hier, das ist das neue Kader Hypercar von Thijs de Boer. Ist das, wird das so ausgesprochen? Zwei dicke Anleitungsbücher. Ich befürchte auch ein dicker. Ah, ich sehe ihn schon. Sticker Bogen, na, wie es geht, ist noch vertretbar. Ob man den jetzt wirklich braucht. Statt Ferrari haben sie ein F gegen gemacht. Ja, also es hält sich dann doch in Grenzen, okay. Ja. Extra Rahmen drin. Gummis und Stangen und Schläuche. Ja, also ich freue mich, das zu bauen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Uns hier alles erwartet. Ja. Ich habe den Lamborghini von Thijs de Boer habe ich nicht gebaut. Der soll ja schwierig zu bauen gewesen sein. Mal gucken, wie sich das hier verhält. Ich hole mal die Anleitung raus. Wir haben insgesamt 7 Bauabschnitte. Und hier vorne noch ein Vormod vom Designer. Sehr schön. Erklärung der Teile, Erklärung des Teiletrenners und dann geht es hier auch schon los. Gucken mal. 288 Seiten. Boah.
Oh, mit Teileliste, okay. Also, falls das jemand nachbauen möchte, Teileliste ist hinten drin. 504 Seiten. Also, da werden die Aufkleber aufgeklebt. Okay. Ja. Ich würde mal sagen, das wird das Projekt für die nächsten Tage oder Wochen. Ich weiß noch nicht genau. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Ja. Tschüss.